Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest. Wir sind heute wieder mit der S-Bahn unterwegs, mit der 425. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal hier gemeinsam an im Transim World 2. Natürlich handelt es sich erst hierbei um eine Strecke, die es bereits schon für den Transimulator gab. Allerdings müssen wir als erstes erstmal jetzt hier ein bisschen die Türen öffnen und dementsprechend lassen wir sie mal kurz einsteigen oder nicht, denn wir müssen erstmal den Schraubabnehmer hin, müssen das hier machen und müssen das hier machen. Und jetzt können wir die Türen öffnen. Wundervoll. Schalten jetzt mal kurz die Scheinwerfer an. So, perfekt. Gut, somit haben wir alles. Ha, schön. Ach, gewohnter Arbeitsplatz hier. Jetzt zuletzt mal wieder den Train-Simulator aufgenommen. Ich weiß nicht, der Train-Simulator ist... ich komme an den irgendwie nicht mehr ran. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Ja, wie ihr seht, sind wir in Duisburg unterwegs und fahren das Ganze ja weit, weit weg. ist auch gut, ne? Ich weiß gar nicht, genau. Wir sehen hier von Duisburg nach Essen Hauptbahnhof. Da werden wir jetzt natürlich hier unsere Haltestellen hier, Bahnhöfe hier abfahren und dementsprechend, wie gesagt, Content natürlich, den es schon bereits gibt für den Transim World, gab jetzt dieses Pre-Reserved Collection, da ist, war jetzt die Strecke mit dabei gewesen und dementsprechend, wenn ihr sie natürlich schon für den anderen Transim World hattet, für den 2020, dann bekommt ihr hier das Ganze natürlich für Transim World 2 kostenlos dazu. Ich habe auch gelesen, es gab irgendwie ein paar Probleme auf der PlayStation und bei der Xbox. Da wurde das Ganze irgendwie nicht ganz erkannt. Hoffe, dass sie mittlerweile irgendwie doch gefixt haben, das Ganze jetzt dementsprechend wieder funktioniert. So. Dann machen wir die Türen zu, machen PCB an, die SIFA. Damit wir das Ganze auch noch drin haben. Es ist bewölkt, morgens 7 Uhr, so wie sie es gehört halt, und wir können abfahren. So, das können wir bestätigen. Na, Dankeschön. Nächste Halt ist Mülheim. Oh. Ah, nee, warte. Das war der Quatsch gewesen wieder. Dass sie es echt nicht rausgenommen haben. Was ist denn jetzt hier los? Einen Gleiswechsel gemacht. Wie dürfen wir denn mit dem eigentlich? Stand das hier nicht immer irgendwo? Du musst immer erst aufstehen und dich dann wieder hinsetzen, dann funktioniert erst der SIFA-Schalter. Keine Ahnung. Es war kurz und knapp jetzt gerade von Zwangsbremsung jetzt weggekommen. Aber auch hier scheinbar gibt es wieder Probleme. Denn obwohl wir jetzt gerade viel zu schnell waren, gab es keine Zwangsbremsung.
So. Sodale, wunderschön. Joa. Ja, leider sind wir aber nicht S1, ne? Sieht man hier nochmal, wo man ist? Ablauf? Nö, du siehst halt nur Geschwindigkeit, Nachrichtenblock. Nope. Nur was jetzt hier ansteht gerade, aber sonst. Bochum, Essen. So, Verbund. Keine Ahnung. Warum das hier halt auf die Aufgaben immer nicht so abgestimmt ist, ja, dass du zum Beispiel halt nur das machen kannst hier. Bis 7.09 Uhr, naja, toll. Was soll ich denn jetzt so lange hier warten hier? Naja, du musst dazu sagen, ne, wir sind jetzt auch ein bisschen zu schnell über diese eine Weiche da gefahren halt, ne? Da sind wir ja voll rüber gebrettert. Das war schon mehr als rot. Ist egal, keine Zwangsbremsung. Aber PZB ist an, also. Auch hier wieder mal. Schön Problemchen. Dabei denkt man, weißt du, dass mittlerweile echt alles so Sachen sind, die gefixt sind halt, ne? So, warten wir. Bin auch mal gespannt. Neue Konsolen wurden jetzt angekündigt. Ob Transom World dementsprechend auch ein PlayStation 5 und ein Xbox Series X Update bekommt.
So, nächster Halt, der Essen Hauptbahnhof. Wir kommen gerade überhaupt nicht mit Schub voran hier, bei einer Steigerung von 0,4. Das war schon gut am Limit. Gut. Oh, was geht hier? Das sah ja gerade nicht so schön aus. Habt ihr das gesehen? Sah aus, als ob es so ein Geisterzug oder sowas war halt. So, Essen, Hauptbahnhof. Ist menschenleer hier, ja. Ich glaube, hier der Umbau, der war noch nicht wirklich abgeschlossen gewesen. Da hätten sich mal noch mehr Zeit nehmen sollen. Da hätten sie sich definitiv noch mehr Zeit nehmen sollen. Ein paar steigen zwar aus, aber guck mal, das ist totenleer, der Bahnhof. Da drüben laufen mal zwei Menschen rum, aber sonst ist hier einfach nichts. Gibt es halt auch nichts, was man hier irgendwie machen könnte. Oh, man kann die Plakate befestigen, also das funktioniert hier.
So, nächster Halt ist in Wattenscheid. Es gibt ja auch schon, es gab ja, wie gesagt, die machen ja zum Beispiel immer ihre Roadmaps, ja, wo man halt immer sehen kann, was so als nächstes jetzt zum Beispiel ansteht. Also die eine Karte jetzt, die jetzt neu dazukommt, die steht wohl schon kurz vor den Startlöchern, so wie man es lesen konnte. Viele, viele Bilder auf, veröffentlicht halt. Leider keine deutsche Strecke. Aber die sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Die gibt es bereits auch schon für den Train Simulator. Ja, wer sich die mal vielleicht mal vorab angucken möchte. Und ja. Also für mich kommt das leider jetzt nicht mehr so ins in Frage. Ich würde jetzt halt wirklich darauf achten, dass es jetzt teilweise jetzt echt nur noch deutscher Content wird hier. Denn, ja, wie gesagt, die sind halt natürlich nicht die Profis hier. Da gebe ich auch ganz ehrlich zu. Also Zugsimulation ist mal nett, wenn man es mal versteht, also so verstanden hat, wie das Ganze mit der PZB und so alles was funktioniert. Aber es ist halt nicht meins. Ja. Du bist halt die ganze Zeit auf Schienen, kannst halt nichts machen groß. Ne? Aber wie gesagt, da gibt es ja natürlich zig andere YouTuber, die es halt doch tausendmal besser machen und alles, was sie bauen, zum Beispiel gar nicht. Zum Beispiel dieses ganze hat nicht und so weiter und so fort. Ne, also, es macht aber Spaß. Also, wenn ich mich halt entscheiden müsste zwischen den Train Simulator oder Train Sim World, ja, dann wüsste ich ganz genau, also es wäre bei mir weiterhin auch Train Sim World. Dieses freie Bewegen einfach, das ist halt schon ein absolutes Highlight. Ja, das macht halt schon unheimlich viel Spaß. Ja, der Train Simulator an sich, wie gesagt, es hat halt eine schöne Streckenauswahl. Was aber logisch ist, da es halt eine Simulation ist, die schon gefühlt halt, ja, ich ungelogen jetzt seit 10 Jahren existiert oder sowas. Ja, dann haben wir den September ja schon fast rum. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Somit ist meine Elternzeit offiziell beendet. Und das bedeutet, ja, der Ernst des Lebens beginnt wieder erneut. Aber man hat mir noch ein paar zusätzliche Tage Zeit gegeben. Ja, die werde ich jetzt auch echt ausnutzen, mich jetzt echt ankübeln, mit der Familie noch so ein bisschen Zeit verbringen und so weiter. Denn ab Oktober beginnt ja meine Ausbildung und da weiß ich echt noch nicht, wie das dann zukünftig mit dem Kanal sein wird. Ja, wie wir es zeitlich dann auch alles schaffen, das Ganze halt aufrechtzuerhalten, zu behalten. Das wird auf jeden Fall eine mega Herausforderung, das kann ich euch jetzt schon sagen. Auch mit den ganzen Livestreams oder sowas, obwohl man schon sagen muss, wir haben schon echt zurückgesteckt, also Livestream-technisch. Aber das wird halt jetzt immer mehr, ja, also müssen jetzt volles Rohr jetzt zurückfahren, zurückrudern mit dem Kanal. Natürlich ÖPNV-News, die bleiben natürlich weiterhin, ja, also da macht euch keine Sorgen. Da lege ich persönlich auch einen riesen Wert drauf, dass wir die ÖPNV-News auch weiterhin hier bei uns haben werden und wir sie natürlich auch weiterhin abdrehen, um euch weiterhin natürlich auf dem Laufenden zu halten. Aber wie gesagt, wie es denn halt so zwischen den Let's Plays halt aussieht, das wird auf jeden Fall eine mega interessante Sache. Zumal wir auch am Überlegen sind, ob wir vielleicht dann noch so ein kleines Special dazu machen, zu meiner Ausbildung, weil den einen oder anderen könnte es vielleicht halt auch interessieren. Allerdings muss ich erstmal ein bisschen abquatschen, ob das halt vom Arbeitgeber dann halt genehmigt ist, ob man sowas machen darf. Und ja, da wird es auf jeden Fall mega interessant werden. Und natürlich halt, um zu gucken halt, ja, wie schaut es halt aus, wie kann man das Ganze jetzt hier in Zukunft weiter betreiben hier mit dem YouTube-Kanal. Wie gesagt, ich habe ja auch schon von vornherein immer gesagt gehabt, dass das halt für mich nicht, dass ich hier mit YouTube reich werden möchte oder sowas, das ist halt für mich ein Hobby. Und das wird auch
ein Hobby bleiben, ja, da wird sich nichts dran ändern. Und ja, da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen schauen, wie wir das am besten denn so über die Runden bekommen. Aber nicht, dass ihr euch wundert, dass vielleicht mal keine Folge online kommt, dann seid mir da bitte nicht böse. Hat nichts damit zu tun, dass ich zu faul war oder sowas. Es liegt dann einfach tatsächlich daran, dass ich es schlichtweg einfach nicht geschafft habe. So, schau mal. Jetzt haben wir ja doch ein paar Sachen hier noch. Noch erledigt. Bis 23, meine Güte, was machen wir jetzt hier so lange? So, schön sitzen. Und dann geht's gleich weiter. So, frische Luft haben wir auch in die lassen. Schön so. Ja, RB33 nach Essen stimmt natürlich nicht. Naja, das sind aber so diese Sachen, die mir halt persönlich immer fehlen. Ja, diese ganzen Informationen dazu, immer halt, wo fahren wir immer nach wohin und welcher Zug fährt dahin. Und könnt euch natürlich immer alles der Phasus erzählen. Der kennt das alles in- und auswendig. Aber bei meiner Wenigkeit bin ich schon zufrieden, wenn ich das Geburtsdatum von meinen Kindern irgendwie auf der Reihe kriege. So, Bochum, nächster Halt und ich glaube auch Endhaltestelle für uns hier. Und dann seht ihr, dass das Ganze halt dementsprechend auch funktioniert. Das könnt ihr jetzt also, wie gesagt, in Transom World 2 jetzt ab sofort benutzen. Ja, ihr könnt euch da wieder eure Szenarien wieder mit erstellen, könnt hier zum Beispiel die ICE fahren lassen und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich eine relativ gute Sache. Wer da wirklich Bock drauf hat und sich damit halt so ein bisschen hinsetzt, ja, kann das denn tun. Der Christian hatte uns mal so eine Aufgabe gebastelt. Also, Dafter Games hat es wirklich gemacht. Man kann die Aufgaben echt nicht untereinander teilen. Wenn ihr eine Möglichkeit gefunden habt, wie das funktioniert, dann lasst mir das uns gerne mal zukommen. Würde mich mal brennend interessieren. Es kann nicht sein, dass sie das echt da irgendwie so einen Schreibschutz da reingehauen haben, dass man das Ganze echt nicht irgendwie benutzen kann. Fände ich persönlich mega schlecht von Dafter Games, wenn sie das gemacht haben. Aber gut, es war ja auch schon irgendwie ja angekündigt gewesen, dass sie es halt nicht machen. Ne? Aber trotzdem wäre es halt cool gewesen, wenn es halt funktioniert hätte. Weil so hätten die Jungs nämlich hier Aufgaben basteln können und ich hätte es hier abfahren können. Das wäre natürlich eine coole Sache gewesen. Funktioniert das dementsprechend natürlich nicht. Das ist halt... Ja... Nicht so schön. Aber dass sie halt wirklich genau original den gleichen Bug drin haben, wie es noch schon im TSW 2020 war. Alter, richtig schlecht. Ja, haben wir ein bisschen Zeit, können wir auch entspannter reinrollen in Bochum, passt schon. Thank you.
Gut. Das Wort, Leute. Das war wieder eine weitere Fahrt hier in Transomware 2. Spaß gemacht, wie immer. Wie auch in den letzten Folgen halt. Und wahrscheinlich auch wie in den nächsten Folgen. Es ist schon mal was Interessantes. Es ist mal eine gute Abwechslung halt einfach mal zu Bus und Straßenbahn halt. Ja, einfach mal hier so ein bisschen Zug fahren. Finde ich schon persönlich gar nicht mal so verkehrt. Macht schon Spaß. Aber es ist halt, ich weiß nicht, so wirklich warm. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ja, jetzt habe ich voll vergessen, was ich sagen wollte. Aber wie gesagt, es ist halt nicht. Ich werde nicht wirklich warm damit. Es macht schon Spaß, wie gesagt, aber ja, es ist doch irgendwie was anderes, wenn du halt Bus fährst oder halt sowas, ne? Aber nun gut. Leute, das kriegen wir hin, alles, würde ich sagen. Dennoch hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wow, man kann die sogar am Bahnhof rauchen. Mal schnell gucken, ob hier noch irgendwas ist. Türen verriegeln. Oh. Das ist schon geil aus, wenn du hier zu dem Zug hinläufst, ja. Das hat schon was. So, und... Und damit haben wir das Ziel erfüllt. Wundervoll, Leute. Das war's, wie gesagt, eine weitere Folge Transomware. Mit einer Goldmedaille verabschiede ich mich hier und bedanke mich natürlich, dass du dabei warst. Vielleicht sehen wir uns ja eventuell beim nächsten Mal wieder, würde ich mich mega drüber freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Bis denn, Leute. Tschüss.